solche kriegen, glaube ich, keine Links, gell? Also entweder per Whisper oder Discord, wie du willst, weil ich glaube, Links funktionieren nicht. Also noch nicht irgendwie. Oder schick rein und ich sehe es ja eh, oder? Ja, schick rein, ich sehe es, wenn es geblockt wird, glaube ich. Muss du mal testen. Ich habe ja als Münze normalerweise. Schick mal so rein, vielleicht sehe ich es ja. Müssen wir nach dem Rennen mal schauen. Sternchen? Oha. Guck gleich mal dann. Ist es da schön erklärt? Vorbei, dass dann können wir mal schauen, dann gucke ich mal hier. Ich muss es mal einstellen. Ich hatte nur keinen Bock, dass jeder PP reinkommt und links edit. Deswegen habe ich, glaube ich, da bei der Frage ja beantwortet. Links erlaubt, nein. Und normalerweise kann ich es dann mit Ausrufezeichen permit erlauben oder Rechte geben, aber irgendwie klappt das nicht. Habe ich ein bisschen gespielt, ja. Ich fand Crew 2 zum Release-Zeitpunkt nicht so geil. Ich fand Crew 2 zum Release-Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, scheiße. Mir hat's nicht gefallen. Und dann habe ich die Motorfest Beta gespielt. Und nach der Motorfest Beta habe ich ein bisschen Crew 2 gezockt. Und es ist extrem besser geworden. So viel Unterschied gibt es da gar nicht. Zwischen dem jetzigen Motorfest und Crew 2 ist gar nicht so viel Unterschied. Aber das Crew 2 von 6 Jahren, was ich noch Erinnerung hatte, war einfach nicht gut. Also das hat mich damals aufgeregt. Aber ich habe es letztens gezockt und hey, das ist echt gut geworden. Echt gut geworden. Also ich habe es zum Release gezockt. So ein, zwei Tage, glaube ich. Crew 2 und dann nochmal vor Monat für zwei Tage. Oh nein, oh nein. Oh, dieses links, rechts, oh mein Gott. Crew 1 habe ich... Ich habe Crew 1 gefeiert. Crew 1 habe ich ultra gefeiert. Ich war enttäuscht dann von Crew 2. Ich habe mir halt immer so ein Spiel wie Test Driver Unlimited 2 gewünscht, weißt du? Test Driver Unlimited 2 war Main. Habe ich ultra geliebt, das Ding. Feiert ohne Ende. Crew 1 hat es mir ein bisschen gegeben, Crew 2 leider gar nicht und Horizon war auch okay, aber irgendwie der Charme von Test Drive Unlimited war nie da. Just saying. Okay. Gut gemacht. Jawohl, danke. Wieso meinst du, ach so? Aber wir drehen etwas an der Intensität. Motorfest hat Donut Media mit zwei unfassbaren Autos ausgestattet. Und wie ich James kenne, fällt ihm dazu sicher was ein. So, warte mal. Okay, krass. Ich wünsche mir 100 Playlists oder so. Das wäre halt ultra. Oh. I need more Playlists, guys. So. Okay, Donut. Okay, was kriegen wir jetzt hier zur Auswahl? Da bin ich ja voll gespannt.
Motorfest gave us two hypercars with more power than anyone would ever need. Choose between the Bugatti Centauriace and the Digga, wieso soll ich gerade nämlich Königsegg haben? Königsegg war immer Main-Auto in jedem Spiel, auch in Test Drive und sowas. Gott, die also Schmarrn! Oh ja, yeah, good luck. Na klar, also Digga, natürlich Königsegg. Was ist das für eine Question? So halten muss ich hier. Koenigsegg Jesko, bold choice, bold. 29, okay, mach mal dann direkt nach dem Rennen. Danke dir. Mal gespannt, wie der Koenigsegg hier funktioniert. Oha, wie krass der aussieht. Ich kenne nur diesen Koenigsegg, diesen Orangen, weiß nicht, ob man den kennt. Der war immer krass früher in den Rennspielen. Check out these two spaceships they lent us. Digga. Jahrhundert! Oh mein Gott! This car is too fast. You are a psychopath. Das ist echt Psychopath. This car is fire. Boah, wie soll ich denn hier auf Spur halten, ey? Oh Mann. Boah. Oh mein Gott, wenn du einmal irgendwo dagegen wärst, hast du so viel Speed verloren. Der hat sogar DRS oder was? After the docks, how about a little tour of the countryside? Nee, der hat keine DRS, das sind Flaps. Das sind Flaps wie beim Auto. LOL, okay. Das sehe ich jetzt. Bei meinem Flugzeug, sorry. Turbo Boost. Ich war so einfach mit dem links rechts hier. Alles klar, Chris Domsi. Merci dir für die Infos und good luck. Und merci dir für den Follow in dieser Minute steht bei mir. Dankeschön. Appreciate, man. Man liest dich und sieht dich und keep racing! Vergiss das nicht! See you on the track vielleicht! Zocken mal eine Playlist zusammen, wenn du Bock hast! Falls das geht. Ja, dann machen wir halt jetzt, ist auch okay. Na klar. Können wir auch jetzt machen. Tommy wollte auch kommen, der wollte 20:30 aus der Arbeit kommen, dann was essen und auch mitzocken. Ja, Logo, kein Problem. Wenn wir die Playlist zocken können, dann wäre es geil. Wie ist denn dein Nickname oder Dingsbums? So, keine Ahnung, wie es hier heißt, das Spiel. Ubisoft, Ubi Client, Uplay, Connect, irgendwas. Finish line is right there. More power, baby! Yeah, power! Yes! Koenigsegg oder Bugatti? Ich bin am Treppchen. Habe ich gesehen, ja. Habe ich gesehen. Tue ich adden sofort. So. Kommt man nur aus diesem Main-Menü hier, also das Menü hier raus.
Let's go! Okay. Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's! So, mal schauen, ob ich die in die Crew einladen kann. Das ging mit X. Ah, hier, da. Warte. Ah. Du bist schon drin? Oha. Das ist ja frech. Du bist der Crew einfach beigetreten. Also, lass mir nur eine Sekunde Zeit. Ich muss schnell Pipi machen. Und dann bin ich sofort wieder da. So. Also, jetzt war es beim ersten, im zweiten Teil so. Wenn man was anfängt, dann. Also, erstmal Servus. Grüß dich, da bist du ja. Moin. Da. Real Dummy, meine Damen und Herren. Geil. Sehr geil. Cool. Schön, schöne Farbe, Alter. Ach, das ist der Supra, oder was? Okay. Sound wild. Nein. Okay. Geil. So, ich fahre mal zum nächsten Event und schau mal, ob das funktioniert. Ich muss sagen, ich habe noch nie in dem Teil zusammengespielt mit jemandem. Das war nur in anderen Teilen. Da ist man immer zum Event hingefahren und dann hat der Crewleiter gestartet und dann konnten wir einfach joinen. Sorry, my fault. Geht hier lang. So. Okay. Ich drück mal A. Hey, Einladung an die Crew geschickt. Geil. Let's go. Einladung angenommen. Ey, super. Geil, Mann. Unser erstes Rennen. Erstes Multiplayer-Rennen hier in dem Game. Also Multiplayer in Anführungsstrichen, also. Tommy, ja, was geht? Ja, jetzt sehe ich die Nachricht erst. Oha. Sorry. Jetzt sehe ich es erst. Komm auch rein und join, Tommy. Eine Anfrage geschickt? Ich habe nicht gesehen, Tommy. Das hat irgendwie gebuggt gerade. Anfrage geschickt. Bist du X-Gamer? Okay. Hab ich. Okay. Was müssen wir machen? Ach so, oh Gott, so, ja. Game on. Go drift, my friend. Go drift to your. Sorry, ich hatte den Chat nicht an, Tommy. Ich hab nämlich einen Link sehen wollen. Okay. Auf jeden Fall, ja. Kannst dann direkt joinen auf dem Event. Da sind immer noch einer mehr. Ich hab dann überall andere Namen kommen. Der andere slidete wie ein Profi. Oh Mann, Der driftet 24/7. Oha. Ach so, geht das. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Anscheinend kann man einfach joinen, ne? Wenn jemand in der FL hat. Passt. Zeige dein Best. Ja, war okay. Also DC müsste eigentlich auch so frei sein, fand ich, wenn du Bock hast, Tommy. Du müsstest eigentlich die Sonderrechte haben auch. Wie sie möchten. Was bist du denn hier? Wartezimmer.
Jetzt darfst du. Jetzt hast du die Sonderrechte, wenn im Live-Channel reinzukommen. War geil, ja, ich hab's nur nicht gecheckt direkt am Anfang. Ich bin kein so ein Main-Drifter, weißt du? Ich bin kein so ein Main-Drifter hier. Gut gemacht. Und jetzt auf zum nächsten Event. Kiss Domsi. Ich bin kein so ein Main-Drifter. Hey, Tommy, was geht? Hallo, guten Tag. Guten Abend. Na, möchtest du mit unsere Kräfte? Ja. Geil, Mann. Tommy unterstrich NGN, meine Damen und Herren. Ja, kannst du mich einladen, wie? Oder ist es hier ein Bug wieder? Der andere ist direkt gejoint hier, Kiss Domsi. Ja, ich kann dich nicht joinen. Du bist halt Loser. Das hat der Unterschied. Nee, also. Sehr witzig heute. Immer aus Crew entfernen. Hä, ich kann. Du bist doch schon drin. Na, das ist der falsche Name. Nee. Hä, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Oh nein, jetzt haben wir wieder den PlayStation-PC-Bug. Digga. Ich hasse dich. Der redet im Discord hier. Hast du Crossplay an? Was? Moment, das ist ja. Geh wieder holen, ne? Ja, sorry, Tommy, kacke, Alter. Geht halt nicht. Langsam muss ich echt erst auf meinen PC mal holen. Ja, PC macht Waves, oder? Was soll ich sagen? Hast du. Ich fahr grad auch den Porsche wie du. Das. Achso, ich hab den geschenkt bekommen, den Ding, vorhin bei meinem Event. Hast du denn überhaupt gar kein PC nicht? Weil so viel verbraucht das nicht. Bei mir schlafen die Grafikkarten hier. Also, du ich hab einen PC, aber der ist. Nur eine GTX 970. Oh, no, oha, 970, imagine. Ja, das passt ja. Das gehen. Okay, und was für. No joke, und was für Ding hast du? Was für Prozessor? AMD Ryzen 5 3600. Okay. Also der 36er, der ist eigentlich okay soweit. Nur die Grafikkarte ein bisschen. Ich weiß, aber ich nutze den nicht. Aber der ist schon seit Monaten aus, der PC. Aber du könntest theoretisch die Testversion versuchen, no joke. Um zu sehen, ob's geht. Klar geht das, also es müsste ja gehen. Ich meine, ob's spielbar ist. Geht, ist jetzt, sei mal dahingestellt. Also ob es funktioniert, dass du spielen kannst, so. Mit dem ich könnte das Dix, glaube ich, spielen, sogar über GeForce Now oder sowas. Du bist gleich da, also das wäre, glaube ich, besser. Okay, Autorennen mit GeForce Now, okay. Aber 79, also der Prozessor ist voll okay, 336er, der ist gut. Aber dann, ja. Nur aber die Grafikkarte ist halt doof. Ja. Ich muss halt das Spiel nochmal runterladen, das dauert halt auch ein bisschen. Aber ich würde es mit dem Safe probieren. Warte, ich probiere mal GeForce Now mal aus. Weil das Spiel ist ja auch bei GeForce Now auch da. Über dein Mac oder was? Ja. Was wir hier alles machen. Sorry. Unfall. Da habe ich ja wieder hier nächste 5 Stunden, ne? ich glaube, das ist account-wide, oder? Also, bist du sicher? Keine Ahnung. Kannst ja gleich sehen. Kann ich gleich das Spiel starten. Nicht sehr gut. Digga, ich wollte doch nur zum nächsten Rennen. Jetzt mag ich hier so eine Scheiße. Sorry, Tommy. Das ist einfach random hier. War nicht böse gemeint. Und auch keine Absicht. Ich schaff's eh nicht. Wenn du bei dem nächsten Rennen bist, kannst du auch anmelden? Hast du die gleiche Line wie ich? Also die gleiche Dings da? Nein, okay. Schade, okay. Du wirst gerade gleich von mir. Ich könnte sogar Starfield sogar. Oha! Echt? Hast du GeForce Now Pro oder GeForce Now Non-Pro? Also, ich mach das jetzt nur in dieser eine Stunde. Reicht schon. Diese eine Stunde reicht schon.
Aber ich habe mir auch dieses Dings. Du musst ja dich anmelden, dass du jetzt überhaupt spielen kannst. Du musst ja warten, dass ein Server für dich zur Verfügung steht. Ich lade mal die Einladung geht ein. Schnell. Geht raus. Einladung ist raus. Das geht schon schnell. Das mit dir ist es halt, also. Imagine, du hast einen Konsolenfreund. Ich hab da so Shorts gesehen oder TikToks. So der eine macht immer so, wenn du einen Freund hast, der Konsole spielt, wenn du dies und das, weißt du, das wie der heißt, aber das ist immer so lustig. Und genauso komme ich mir gerade vor. Imagine Konsolenfreunde. Ich kenne das halt nur nicht, deswegen skippe ich nicht. Für mich jetzt neu, das ist halt Story-Game jetzt hier für mich. Wenn ich es kenne oder was zum 100. Mal mache, skippe ich. Wenn wir noch einmal reingehen, skippe ich easy. Aber zum ersten Mal halt nicht, dass ich mal. Schau ich mal an. Oh mein Gott, was? Oh Gott, ich wollte gerade boosten. Berühre die Pylonen nicht. Oh mein Gott. Ich sehe halt nichts. Wieso sind 20 Autos vor mir? Also so. Wieso sind 50 Geister vor mir? This is simple. Each cone that you touch gets you a penalty. Make a perfect lap and you get a big old bonus. Diese Vorgabe. Each cone is the cutest, buffest horse you've ever seen. You wouldn't run over a horse, would you? Nay, sir. Oh mein Gott. Well, I guess that's one lap. Oh Scheiße, ist das Auto schneller geworden oder was? Oh nein! Aber ja, hast du bei deinem Mac WLAN? Oder hast du Kabel? Kabel ist das. Oh mein Gott! Und sorry! Glasfaserleitung. Okay, ja, geht nur darum, weil wenn du sowas spielst für GeForce Now, dass du mindestens 5 GHz WLAN hast. Also bei Kabel ist ja egal. Man kann ja nicht bremsen, oder was? Ist immer feste Geschwindigkeit? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. How the fuck? Digga. Das ist ja hier crazy. Oh, dann lenke ich da. Oh, auf einmal lenkt er so schnell ein. 100? Mein Netzwerk wird analysiert. Muss ich aber die PS5 ausschalten, weil ich den PS5-Version nicht mehr. Oh Mann, bist du. Ja, wie willst du da links kommen? Hey, überhaupt nicht, Dom, kann ich auch nicht. Spieler vor 271. Ich bin gleich da. Das dauert Stunden, Alter. Und dann spielst du 10 Minuten und schmeißt dich raus, dann musst du wieder warten. Also Non-Pro-Scheiß, hast du keinen Gutschein bekommen. Irgendwo einen Gutschein liegen. So eine Woche for free. Nein. Bro. Nein. 2 Euro. 1 Euro in Minuten Nein, oder so. Nicht. Nein, leider nicht. Boah, wie soll ich das denn machen? Oh mein Gott! Oh Gottes Willen! Scheiße, what the fuck? Du hast über 108 Pylonen, habe ich gesehen? Was hast du gemacht? So. Was? Was viel habe ich? Oder war das nur die Runde? Ich hatte keinen Bock mehr. Aber du hast gewonnen, schau. Also check ich nicht, du hast gewonnen, du warst vor mir, hast du bei mir Pylonen berührt, hast trotzdem gewonnen. Wow. Gut gemacht. Okay, verstehe ich nicht, aber egal. Scheiß Modus. Imagine, du musst tryharden auf 0 Pylonen.
Ja, das sind halt so Schmutzmodi, die kein Mensch braucht. Aber egal. Ich bin gespannt, was die Donut Crew aus den unglaublichen Szenen macht, die sie mit dir gedreht haben. Du machst da einmal dann nie wieder. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie zum. Dass ich irgendwie so eine Woche gibt, wo du das machen musst. Hier jumpen. Sie packen schon ein. Doch vorher haben sie noch eine Herausforderung für dich. Geil. Ein letztes Kräftemessen. Ein kleines. Und du bist jetzt in der Queue, oder was? Also warte schon lange, ja. Tommy. Ja. Krass. Ja, 249. Oh mein Gott. Ich hab schon wieder zu viel verraten. Tu einfach so, was kostet das den ersten Monat? Gibt's keinen Testmonat? Zwei Wochen oder so? Für den Euro? Nee. Okay, das ist echt wild. Und ich würde es zu wenig nutzen. Ich würde es gar nicht nutzen. Ich würde es eigentlich nur heute nutzen. Das sieht fast aus. Ja, wir können doch gar nicht zocken, Crew, sonst. Also wir. Oh, das stimmt. Ach so, ja. Egal, wie du nutzt oder so. Außer ich hole mir. Echt, ich muss das Spiel zweimal kaufen. Außer du. Ich hole das für. Oder? Außer ich hole das Ubisoft Plus. Oder du holst. Du holst es mir. Mir für PlayStation zum Beispiel. Du musst es mir kaufen. Donation Goal Kappa. German X Quality. Yes. Geht das Ubisoft? Ja, Ubisoft Plus geht doch dann entweder PC oder Ding, oder? Es gibt kein Ubisoft Plus bei PlayStation. Ach, gibt es nicht, okay. Ubisoft Classic und da ist. You can't say und das ist. Da ist kein WQ-Motorfest drin. Okay. Du Barras ist Battle It Out. Also, ich muss sagen, diese Playlist ist irgendwie. Ist ein bisschen crazy. Okay, was fahren wir? BMW oder das andere? Also. Ja, richtig so. Hast du recht hier, Domi. Aber ich spiel lieber über die Cloud, Audi. Als jetzt ein GPC zu. Also als ja, natürlich. Ein 10er für die Cloud mal entspannt ist besser als ein Gaming-PC. Okay, Audi. Ich muss sagen, ich bin hier in München und wenn ich kein BMW fahre, dann finde ich das gut. Aber ich bin auch nicht so weit aus Ingolstadt. Also der Cloud geht auch kaum runter, ne? Ich bin jetzt bei 229. Ja, da müssen die Leute erst aufhören. Wo war das denn jetzt 4 Stunden oder so? No joke. Wollt ihr noch schnell für einen Monat? Ja, für 1 Stunde spielen. Aber ich hab gehört, selbst bei der Premium müssen wir mal warten. Ja, aber nicht so schnell, nicht so viel. Also jetzt wartest du ja gegen die Leute, die for free sind. Und bei der. An der Version war das denn nur mit Leuten, die auch zahlen. Ich glaube, es sind mehr, die free sind, oder? Als die zahlen. Du bist ja da priorisiert und kannst das länger. Oh, nicht zu rammen hier. Das Gute ist, auf Achievers, da müsste es schon installiert sein, gell? Boah. Oh, ich muss mir für aufheben hier. Boost und. Bam. Ah, scheiße. Was kostet das in einer Woche? Schau mal nach. Was ist das jetzt? Ja, es kostet. Ich muss das mir für einen Monat holen. Was denn? 999. Ja, Digga. Komm. Aber ich hab noch nicht hier Dings gezahlt hier für PlayStation. Das kostet auch noch Geld online. Gönn, Digga! Du weißt, G steht für Gags. Und dann habe ich nur diese Testversion und kann das so einmal zocken. Nutz dieses GeForce Now noch ja, für einen. Nee, dann holst du das Spiel für den PC. Scheiß drauf. PlayStation gar nicht.
Ich muss nur über den PC. Diesen einen Monat. Like a shooting gazelle in ja? These two German speedsters definitely ja? Pack a punch. Und wenn du mal ein Angebot hast, solltest du halt dann nochmal. Oder spielst du es länger als ein Monat, das Spiel? Mal for real. Ich habe das Q2 in der ersten Woche 2 Tage gespielt und dann nach 6 Jahren wieder. Aber das war nur, weil scheiße war. Das ist halt geil. Das werde ich schon so ein paar Wochen spielen, immer wieder mal. Bis halt dann Motorsport kommt nächsten Monat. Das kannst du auch nicht zocken, weil es Michael so exklusiv ist. So geil, kannst du dann nichts zocken, was rauskommt. Kein Starfield. Starfield kann ich nicht zocken. Weil Now. Ja, was Now schon, aber generell kannst du halt das, was halt geil ist, nicht zocken. Kein Motorsport dann. Weil das ja auch Microsoft ist. Einfach normalerweise kann PlayStation alles zocken, was die anderen nicht zocken können, weißt? Immer alles PlayStation exklusiv, aber jetzt ist halt wild. Diesmal ist es anders. Aber die falschen Freunde gesucht haben. Und die anderen Freunde. Renn doch mal, Chief Boss, komm. You're driving to get us the final answer. There can only be one. Was kostet denn überhaupt das Ding für den PC? Also für die Konsole? Oh, 80. Echt, für PC kostet 70. The finish line is coming. Don't mess up. And that's the Audi, ladies and gentlemen. The R8 Spider rules the street. Also, für PC ist günstiger. Das PC ist immer günstiger durch Game Kiesler. Ja, auch so glaube ich. Ist ja immer ein 10er günstiger, glaube ich. Und das 10er aber musst du halt dann für GeForce Now ausgeben. Jetzt gönn doch mal. Arbeitest du nicht an der Kasse? Tu doch mal einen Zehner beiseite. Geh mal einen Zehner beiseite. Tu mal einen Zehner beiseite. Habt ihr keine GeForce Now-Karte? Denk dran, hol dir deine Fahrzeugbelohnung ab. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Weiß das war nicht. Eine aber Ubisoft-Karten gibt's, oder? Für Credits. Ohne deine herausragende Leistung wäre es nur halb GG, Domi, GG. Sehr geil. Der eine Krach gegen die Bande hat sich gerippt. Aber im Endeffekt ist scheißegal, es muss einer von uns gewinnen. Wir sind ja hier Koop, nicht gegeneinander. Das Donner-Team hat es für dich ausgesucht. Du willst wissen, welches? Eine atemberaubende. Und welcher Platz, Domi? Ich hab das gerade jetzt geholt. In Zahlen auf das Aktien ist. Was hast du gemacht? Echt geholt? Ja. Oha, geil, Mann, du bist ja. Also, G steht für Gags. Jetzt geh ich auf, mein Kabock. Andere Rekords. Genau! Entgegner, oh mein Gott. Geil. Nee, hier steht aufstehen, Aktivierung. Als ob ich jetzt extra warten muss, bis ich das habe. Oha, die müssen dir ja erstmal einen. Ja, die müssen ja erstmal einen Computer für dich freiräumen. Ich hab immer noch die Gratis-Version. Alter, Leute. Da muss jemand ins Werk gehen und deinen Computer für dich freischalten. Können wir los? Vorstufen. Boah, geile Quette bekommen hier. Ich dachte, ich könnte das Spiel, aber nee. Er dachte, er kommt entspannt aus der Arbeit nach Hause und zockt einfach. Wenn man Konsole hat, geht ja, das nicht. Das früher immer so, PC, 1000 Sachen, Quelle installieren, da Problem.
Hey Diggi, ich hab die CD, ich leg's an und leg los. Und heutzutage andersrum. Aber es gibt es nur, wenn man mit sieht. Aber schon, also schon beschiss mit dem Crossfit, dass es nicht geht. Oder? Ja, also Ubisoft Cosplay gar nicht. Da. Es geht nur random mit Matchmaking. Du kannst ja dann mal deine Freunde dann dabei haben. So ein Geschmarre. So ein Geschmarre. So, jetzt fahren wir, glaube ich, die Klassik-Playlist, Domi. Was meinst du? Tommy? Erstmal GeForce Now anschreiben und sagen, dass wir stornieren jetzt sofort. Wieso? Als ob ich jetzt warte dafür. Nee, du musst nicht warten, du kriegst es schon. So ein paar Minuten. Das dauert nicht lang. Nee, es dauert ja ein paar Tage. Nee. Ohne Scheiß? Drei Tage. Ja, drei Tage. Was? No joke? Drei Tage? Ja. Oh Mann, das ist ja doof. Auf der Vintage Convention reist du durch vier Jahrzehnte. Also musst du doch deinen GTX 79 anmachen. Und erlebst die Autos, die Stimmung und die technischen Fortschritte dieser Zeit. Was hat denn das Spiel für eine Minimalanforderung? RTX 2080. Was, eine 580? Echt so alt? Ja, ich hab nur eine 570 im Kenner. Jo. Also geht doch easy damit deinen 79. Oder nicht? Ja, ich schon dieser trotzdem. Ja, ich warte jetzt in dieser Warteschlange jetzt hier. Passt schon. Ich bin gleich da in 2 Stunden. Wann bist du da? Wie viel Platz hast du jetzt? 218. Oh, wir müssen uns jetzt was kaufen. Ach, das ist das Elvis-Auto, ne? Cadillac hier. Ja, gut, 30.000, wir haben ja 1,2 Millionen. Ich weiß nicht, was du hast, aber... Gönn! Was nehme ich denn hier? Ja, na klar. Felgen. Ja, das hier passt. Let's go, 30.000, easy. Naja. So, jetzt hat. Das ist immer wieder schön, mit dir, Tommy, einen Abend zu verbringen. Kappa. Ja, echt, Alter. Geht ja gar nichts hier. So. Okay. Ausstehende Aktivierung. Ja, ich möchte es nicht mehr aktivieren, Alter. Ja, ich hab jetzt ein Ticket jetzt geschrieben. Ja. Dass ich GeForce Now stornieren möchte. Was? Toll. Also dann, ja, nach den drei Tagen kann ich das ich spiele. Das ist ein Wochenende. Wir spielen ja immer noch dann, oder nicht? Oh geil, das ist The Knight Rider. Baywatch. Ich bin doch in 3 Tagen auch noch, oder was? Am Montag. Ach, ich verdiene spontan jetzt einfach einen Taui. Ja? Brauche ich einen neuen Geld-PC. Passt schon, ne? Aber musst du doch gar nicht. Also mit dem 3.6er Prozessor, das reicht dicke noch für heute, die für das Game. Ja, der Prozessor reicht, ja, aber die Grafikkarte ist scheiße. Und ich möchte ja auch noch streamen. Okay, ich kann die Capture Card nutzen, ich weiß. Tu doch den PC genauso behandeln, als ob es eine Konsole wäre. Stream noch weiter über die Mac. Ja, verstehst du, was ich meine? Also tu den PC genauso behandeln, als ob es eine Konsole wäre. Also im Endeffekt ist der HDMI-Signal. Aber, der PC ist schon seit Monaten schon aus. Ne? Also wenn ich den jetzt anmache, Windows Update des Todes. Das ist doch nicht so schlimm. Das dauert aber noch.
Erster Halt. Da habe ich wieder Soundprobleme wieder. Hast du eine SSD? Zumindest? Nee, da ist nur ein HDD drin. Ein Terabyte. Also nur 120 GB SSD drin, aber... Hey, es gibt ein Terabyte SSD für 30 Euro. Hol dir das Ding doch. No joke. Hol dir das doch einfach. Jetzt am Freitag um 20 Uhr. Jetzt hol dir das! Entspannt, ja. Ich bin bei 187, also bei 187 Position. 187! Also warte mal. Also, ich würde den 36er nicht aufgeben. Holst du für 35 Euro eine 1 Terabyte SSD, klatsch die rein, tust da Windows neu drauf. Am besten ist 11er oder 10er. Ich hasse 11er, aber kannst du auch selber drauf tun. Ich weiß nicht, ich hasse 11er, aber kannst du machen. Wir müssen bei diesem Ding da rechts oder so. Hi, hörst du mich? Aufpassen. In der ersten Runde musst du nur meinen Anweisungen folgen. Und ganz gemütlich in Richtung Wald von Haula. Oh mein Gott. Digga, ich komme nicht in die Kurve. Was zum... Ich bin übrigens Kai. Boah. Ich halte dich aus der Ferne. Ich mache deine Autos klar und gebe dir ein paar Tipps. So, hab ich mir das Spiel heute jetzt. Discord, Alter. Gott, wer dich spielen. Alter, Ubisoft kann man klicken mit Cosplay. Okay, hier links. Aber Warzone können wir problemlos spielen. Call of Duty Warzone. Ja, das 3. Oder Fortnite können wir auch spielen. Ich hab noch nie in meinem Leben Fortnite gespielt. Ich bin nur zugeschaut, wenn schöne Damen spielen. Also wenn ich spiele. Der Baum, oder? Es kommt wieder eine Zeit, wo ich wieder auf dem Game-PC wieder streamen soll, alles. Es kommt wieder eine Zeit. Irgendwann habe ich eh keinen Bock mehr auf PS5. Ja, glaub ich dir, ist auch Spatz. Viel zu eingeschränkt ist man da, oder? Aber wenn du PC hast und PS5, dann kannst du halt alles zocken, weil du halt dann die Möglichkeit hast, die Exclusive zu zocken. Für PS5 und halt ganz normal alles auf dem PC. Eigentlich wollte ich mir einen Xbox Series S holen. Für Starfield. Aber Starfield ist ja eh nur ein Story-Game, ne? Ja. Series S mit 30 Frames, genau wie die Series X. Aber Series S ist ein 200-Euro-Ding, oder? Was willst du alles haben? Du willst mal einen neuen Series PC. Nein, Series S ist eine Digitalversion von der Series X. Ja, aber ist das trotzdem kostet Geld. Also auch 200 Euro oder nicht, 300 Euro oder 250. Aber günstiger als der PC. Ja, das safe, ja. Nee, aber du musst bei deinem PC gar nicht viel machen. Jetzt no joke. Ey, du hast einen Abstand 3600, der einem viel, das geht klar. Eine neue Grafikkarte, ich weiß. Ja, aber für das Spiel reicht noch die 79. Das Spiel hat so eine alte Engine, das also, brauchst du nicht mehr. Also ich hab da mal Dings mal probiert, das neueste Need for Speed da, ne? Ja, okay, das ist halt diese blöde Engine von EA. Lass das mal. Das ist Frostbite. Das kannst du nicht mit der vergleichen. Damals, also ich muss dir sagen, dass ich glaube, zumindest wenn du Crew 2 zocken kannst, was damals mit deiner Grafikkarte bestimmt ging, dann kannst du auch Muttersport zocken. Ich guck mal, ist auf YouTube. So. Für Mutterfest. RTX. Nicht RTX. GTX 270. Wie hast du nicht 79 gesagt? Doch. Ich hab GTX 270 gesagt. Okay. Aber es gibt kein Video mit GTX 270 Test. Ja, wird doch keiner machen. Nur hier. 360, 3050. Es ist nicht mehr das Jüngste. Keine Sorge, das Gewicht macht dich schwer. Also wenn das schon mit einer GTX 1650 schon nicht gut läuft, also ich sehe schon hier,
Da reicht ja mal keine 60 FPS. Ja. Oha, ja, dann kommt man wieder 35 Frames. Pass mal. Dann hol dir halt eine 40-60 fertig für 300 Euro. Ein voller Mistding. Du kannst doch vielleicht dafür zocken. Einfach, ja? Einfach spontane 40-60. Nein, hol dir halt. Die ist zwar jetzt nicht, das soll eine scheiß, also nicht eine geile Grafikkarte, aber für den PC alles passt, das dicke. Das ist eine Kack-Karte, ist das. Ja, aber für den PC reicht es doch. RTX 4060. Oh nein, das habe ich getan. Was wollte ich denn mal machen? Sorry Dom, ich hab nicht so aufgepasst hier beim Quatschen, wo ich jetzt langfahren muss. Aber ich hoffe, du bist richtig gefahren. Die kostet ja wirklich nur 3 Euro, also die Gain War zumindest, ja. Ja, sag ich doch. Karte. Ja, meine ich, ich kenne mich doch aus bei den Dingern. Die ist super für dein Ding, für dein PC. Das hat sogar 3x Display-Port, einfach HDMI 2.1. Und die 4060 Ti, die kostet halt noch ein Huni mehr, aber bringt, also, Drecks Game, wo du? Servus! Aber, aber die 4060 Ti ist doch deutlich besser. Dann. Aber ich bin schon auf Platz 130 übrigens, ne, bei GeForce Now. Also, ja, aber also, wenn wir so weiterreden, dann bin ich, dann bin ich irgendwann da. Naja, wäre ich auch zufrieden, Domi. Was geht, Wodo? Was für ein Sieg. Sicher werden viele. Mal sehen, was dieses erste Jahrzehnt zu bieten hat. Also, die Strecke Aufgabe für dich. Für nächste Woche oder fürs Wochenende, was auch immer. 1 Terabyte SSD für 35 Euro plus die 4060. Und dann zockst du. Ah, ja. Ich wollte halt einfach so 4 Euro. Ja, ja, nee, 3,30 halt. Ich hab mir. Du musst aber wissen. Und dann kannst du Starfield zocken. Dann kannst du, was ist das? Was spielen wir gerade? Ich hab vergessen. Das Spiel zocken. Du musst wissen, das ist jetzt eine private Story, ne? Aber scheißegal. Ich hab mir neulich Wäschetrockner für Tori gekauft. Wäschetrockner? Ja, Wäschetrockner. Weil du zu faul bist, rauszugehen und die Wäsche mit deinem Besen zu bügeln? Oder wie heißt das Gerät heißt? Geh doch raus, häng's auf und prügelst. Das sparst du dir das Box-Training, weißt du? Oder gehst du nicht zur großen Fight Night 2 von 3Max? Machen wir zwei, du gegen mich bei der Fight Night. Schock dir die Fresse. PlayStation gegen Computer. Aber sie ist positiv. Ich bin mit 126. Ich sehe das enorm positiv. Ja. Ja, ich muss eigentlich. Komm ich hier nicht hinterher, Alter. Ich meine, ich habe das Ganze ja schon mal in der Beta gespielt. Da war ich erster. Was ist denn hier? Ich könnte mir auch Dings so. Also, Cloud Dings hier. Nee, aber um jetzt nicht. Jetzt mal no joke, ne? For real jetzt. Ohne. Ja. Ohne dass du jetzt viel Geld ausgeben müsstest. Das ist ein Cloud-Dienst, das ist die beste Variante. Ja genau, du behältst vielleicht GeForce Now oder du holst einfach die 4060 mit einer 1 Terabyte SSD, Ende der Geschichte. Und falls du dann irgendwann aufrüsten möchtest, kannst du den CPU kannst du noch alles behalten und irgendwann die 4060 halt dann zum Ding nehmen, als Stream, also zum Encode nur. Das wäre ein Masterplan. Weißt du, als Streaming-PC. Du kannst dann sogar mit AV1 encoden. Bei OBS, bei zum Beispiel bei YouTube halt, aber Twitch kommt ja dann bestimmt. Also du kannst die 4060 gut als Streaming-PC halten. So wie ich meine 2060 super. Ja. Voodoo? Wie soll ich das denn hier machen mit einem Rennen eines Live-Spiels? Das geht nicht. Das Spiel ist live. Wir sind gerade im Raid. Wir müssen lenken hier mit Bewegungssteuerung, Digga. Komm schon, gib alles. Halte durch. Yo!
durchs Ziel. Okay, sehe ich da. Okay, was ist denn auf dem Schreibtisch drauf? Gut. Oh, du hast den PC noch gar nicht in die Wand geschraubt, okay. Ja, nice. Schön. Also, ich bin zu weit außen gefahren, glaube ich, Domi. Ich bin, glaube ich, zu weit außen gefahren hier. Was ist denn das Weiße auf dem Schreibtisch, Wudo? Keine Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Weiter geht's. Man muss sagen hier, Dom, ich habe diesen Teil habe ich ja schon in der Beta gezockt. Drehen wir die Uhr jetzt ein bisschen vor. Und ich fand das ultra geil, besonders mit der Musik. Legendäre kann ich jetzt keine Musik machen hier. Aber die scheiß Musik ist Copyright. Wer ist jetzt eigentlich auf Twitch? Nerv mich. Wer ist jetzt eigentlich auf Twitch? Gexperiment. Weil es ein Experiment ist. Gex? Auf Vlog. Experiment? Gexperiment. Gexperiment. Also, Giz grad fremd hier. Und auf YouTube weiß es ja eh, oder? Aus den 60ern sind. Da. Mein persönlicher Favorit ist der VW-Bus. Also, bist du doch eigentlich wieder auf Twitch? Du hast die Erklärung damals mitbekommen. Ich werde dir mal schreiben oder erzählen irgendwann. Ich liebe ihn. Nein, bitte. Nein. Und heute sehen wir, wie tapfer er sich im Das, was Frauen gerne machen, das ist der weiße Gegenstand. Oha! GZ, Voodoo. Danke, Tommy-NGL-Tommy-Bindestrich für dein Folgen. Was ist denn gerne mit dem Bindestrich und Unterstrich eigentlich? Was? Unterstrich heißt ich. Ach so, das stimmt, das sehe ich unten unter dem Tisch. Ist das Saugmodul? Ja, sehe ich. Ja, warum steht dann bei Kick dann Bindestrich, wenn du auf einen Kanal klickst? Wo? Wenn ich bei